Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Nessa und baue im Moment dieses Tiny House. Und diese Woche zeige ich euch endlich, wie versprochen, wie wir aus einem alten Army-Spind diesen Retro-Kleiderschrank gemacht haben. Da das erste Video zu diesem Thema ja nun schon eine Weile her ist, rekapituliere ich nochmal. Diesen Spind habe ich im Recycling-Kaufhaus in Heidelberg gekauft. Ich wollte von Beginn an für mein Tiny House gerne einen alten Spind als Kleiderschrank haben. Hatte natürlich keine Ahnung, ob ich sowas jemals finde. Das war wirklich ein Glücksgriff. Ich war einmal dort und habe das Teil sofort gesehen. Ihr seht hier, wie das aussah. Ja, der Verkäufer hat damals gesagt, braucht ein bisschen Liebe. Und das trifft auch auf jeden Fall zu. Der war stark verrostet, vor allem im Innenraum. Es war vorne an der Unterseite versucht worden, mit Farbe irgendwas zu überpinseln. Mehr schlecht als recht. Überall Dellen und vorne drauf war auch noch irgendwas mit Edding geschmiert. Also man hat auf jeden Fall schon die Arbeit gesehen, die man da reinstecken muss. Ich habe mich davon aber nicht abhalten lassen und das Ding dann letztlich gekauft. Für 70 Euro zur Herkunft habe ich ja im letzten Video schon gesagt, dass das eben aller Wahrscheinlichkeit nach von der US Army ist. In Heidelberg gab es eine ganze Zeit lang eine Kaserne und die wurde mittlerweile aufgelöst. Da ist inzwischen auch neuer Wohnraum entstanden und das Interieur wurde wohl im Laufe der Zeit an alle möglichen Leute verkauft oder weitergegeben. Man hat in diesem Spind drin noch eine Liste gefunden, was da alles an Kleidung drin sein soll. Außen war noch ein Namensschild, ziemlich verblichen, und eine Nummer. Also das hat alles darauf hingedeutet, dass das in diesem Zusammenhang stand. Also eine ganz spannende Vorgeschichte. Wir haben das Ding mit nach Hause genommen und erstmal begutachtet und der allererste Schritt war, das überhaupt mal sauber zu machen. Also erstmal abgefegt, mit einem Sauger ausgepustet, mit Druckluft und dann schließlich nochmal abgewischt. Das hat allein schon ziemlich lange gedauert, das habe ich im letzten Video dazu gezeigt. Und dann ging es dran, das ganze Ding abzuschleifen und das war wirklich viel Arbeit. Ich habe hier zum Glück einen Schwingschleifer für die meiste Zeit benutzen können. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie lange das gedauert hätte, wenn ich das von Hand gemacht hätte. Zudem gab es dann noch einige schwierige Stellen, das waren vor allem eben die, an denen der Rost dran war. Die hat dann mein Vater mit der Flex bearbeitet. Das war was, woran ich mich jetzt nicht dran getraut habe. Mit dem Werkzeug habe ich einfach noch nicht gearbeitet. Aber es war auf jeden Fall nötig, dass eben so das Gröbste mal weg ist. Innen war der Rost auch so weit fortgeschritten, dass die Böden auch sehr rau waren. Und das wollte man natürlich vor dem Farbauftrag erstmal wegbekommen. Da dieser Schrank aber nun viele Ecken und Kanten hat, war es natürlich unumgänglich, dass man am Ende doch einen Teil von dem Schleifprozess mit der Hand gemacht hat. Und das hat einige Zeit gedauert. Da habe ich wirklich einiges an Muskelkraft gelassen oder dazu gewonnen, wie man es nimmt. Baulich haben wir an dem Ding auch noch einige Veränderungen vorgenommen. Das hatte mehrere Gründe. Zum einen steht der Kleiderschrank ja, wie ihr hier sehen könnt, an der Stelle im Haus, an der der Radkasten noch zu sehen ist. Das heißt, ich musste hier einen Teil wegnehmen, damit das Ding überhaupt bis an die Wand geht. Dann war es noch so, dass die hintere Seite ziemlich stark verbeult war und ich so ein bisschen Bedenken hatte, wenn man das in der Form auf den Boden stellt, dass das entweder nicht gerade wird oder eben dem Boden auch einfach Schaden zufügt. Letztlich haben wir uns also dafür entschieden, einen Rahmen aus Holz zu bauen und den Schrank außerdem noch ein bisschen zu kürzen. Der war insgesamt nochmal, ich glaube, 10 oder 15 cm höher, als er jetzt ist. Wir haben also den unteren Teil, der sowieso ziemlich kaputt war. Also mit dem Ding wurde früher nicht so sanft umgegangen offensichtlich. Den haben wir dann weggenommen und haben diesen Rahmen eingesetzt, sodass nun das Metall quasi minimal über dem Boden schwebt und der Holzrahmen das ist, was auf dem Boden aufliegt. Der ist auch noch verkleidet, dazu komme ich später noch. Und das hat dem Ganzen nochmal deutlich mehr Stabilität gegeben. Denn davor, wie gesagt, es war alles schon ein bisschen älter und da war ich jetzt froh, dass ich dann ein stabileres Gerüst hatte auf jeden Fall. Wir haben also eine Aussparung für den Radkasten gelassen, sodass das am Ende gut zusammengepasst hat. Ich habe dann den Rahmen abgeschliffen, dass er möglichst glatt ist und dann haben wir ihn an den Schrank dran geschraubt. Ehrlich gesagt hatte ich zu dem Zeitpunkt gedacht, dass damit die meiste Arbeit am Schrank getan ist und das Farbauftragen eigentlich nur noch ein Klacks sein sollte. Weit gefehlt. Ich habe ursprünglich gedacht, ich kaufe mir eine Grundierung in Spraydosen und eine Farbe in Spraydosen, sodass ich eben einen möglichst gleichmäßigen Farbauftrag habe, gerade an diesen schwierigen Stellen. Es gibt sehr viele so Kanten oder Biegungen oder kleine Zwischenräume, wo man mit dem Pinsel oder mit einer Rolle sehr schwer nur hinkommt. Deshalb also die Spraydosen. Als ich aber mit der Grundierung, mit der Spraydose angefangen habe, habe ich sehr schnell gemerkt, dass das extrem ins Geld geht und sehr ineffizient ist. Eine Dose sollte für 2 Quadratmeter reichen, de facto habe ich aber, glaube ich, nur 1 Quadratmeter maximal geschafft mit einer Dose. Es ist sehr viel von der Farbe verflogen und wenn ich dann hochgerechnet habe, wie viel ich dafür den ganzen Schrank brauchen würde, habe ich mir gedacht, das ist viel zu teuer, vielleicht müssen wir das doch anders machen. Ich habe dann ausprobiert, das Ganze doch noch zu rollen, also die Grundierung zu rollen. Es gab noch eine Grundierung hier vorrätig, die habe ich dann noch benutzt. Hat allerdings vom Ergebnis etwas zu wünschen übrig gelassen. Mein Vater hat sich eine richtige Ausrüstung gekauft, um zu sprühen und das haben wir dann auch benutzt für die Grundierung. Dann war zwischendurch die Grundierung leer, das heißt, wir haben am Ende 2 verschiedene benutzt, aber auf jeden Fall hat das dann zum ersten Mal richtig funktioniert. Das heißt, das Ganze mit Verdünnung verdünnt und dann auch in die
kleinsten Zwischenräume noch reingekommen mit der Sprühpistole. Das war sehr gut und sah am Ende auch ordentlich aus. Wie gesagt, das waren dann zwei unterschiedliche Farben, einmal weiß und einmal grau, aber das sollte man am Ende eigentlich nicht mehr sehen. Die Deckfarbe haben wir dann genauso gesprüht. Das heißt, ich habe die Spraydosen, die ich schon gekauft hatte, wieder zurückgegeben und mir stattdessen eine normale Farbdose gekauft oder eben eher mehrere, denn es hat ganz schön viel verbraucht. Das hat auch gut funktioniert. Es war allerdings schon relativ spät am Abend. Wir hatten beide eigentlich nicht so viel Zeit. Es war schon halb dunkel. Man hat dann mit der Lampe irgendwie noch geleuchtet und da gesprayt. Trotz allem war das eigentlich relativ gleichmäßig. Allerdings am nächsten Tag dann das böse Erwachen. Die komplette Farbe ist runtergelaufen, es gab überall Farbnasen, es war extrem ungleichmäßig und viel dunkler, als die Farbe eigentlich sein sollte. Ich musste dann nochmal rein und wir haben dann letztlich den Rest nochmal, also angeschliffen und nochmal mit der Rolle alles bearbeitet mit der gleichen Farbe und dann endlich, nach diesen vielen Versuchen, kam tatsächlich das Farbergebnis raus, was es sein sollte. Das Streichen war also auf jeden Fall eine der anstrengendsten Arbeiten, weit länger noch hat es gedauert als das Schleifen. Es war auch gut, dass ich hier Hilfe hatte, deswegen danke nochmal an meine Eltern, die mir in den verschiedenen Schritten dieses langen Prozesses wieder zur Seite gestanden haben. Nach viermal Farbe drauf war das Ding also tatsächlich endlich mal präsentabel. Es ist dieses Mal auch gut getrocknet und gleichmäßig. Bevor ich den aufstellen konnte, war es dann auch noch wichtig, unter den Rahmen einen Filz zu machen, dass hier einfach, wenn wir den rumschieben oder an den Platz bringen, nichts verkratzt am Boden. Da haben wir einfach irgendwelche alten Reste genommen. Sieht jetzt unten drunter nicht super toll aus, aber der Vorteil ist, man sieht es ja nicht, also war das in dem Fall egal. Wir haben den dann zu zweit hier ins Haus reingewuchtet. Das hat eigentlich relativ gut funktioniert. Er passt auch gerade so durch die Tür, wenn man ihn hochkant stellt. Wie gesagt, er muss in Zukunft auch für den Transport wieder raus. Da ich aber ja nicht so oft umziehe, ist das kein Thema. Ganz fertig war er aber in diesem Zustand trotzdem noch nicht, denn es gab noch einige Sachen, die ich daran machen wollte. Zum einen auf einer Seite gerne eine Garderobe anbringen, das habe ich inzwischen gemacht. Die Garderobe besteht aus einer alten Garderobenleiste, die ich schon, ich weiß nicht wie viele Jahre hatte und vor mir hatte die schon andere Besitzer. Das sind 5 Haken gewesen an einer Holzleiste. Die habe ich auseinandergeschnitten, das sind dann jetzt 3 und 2. Die 2er-Reihe habe ich an die Tür bzw. neben die Tür gemacht, ans Haus direkt, die ist jetzt auch festmontiert. Und die 3er-Reihe ist jetzt an der Schrankseite dran. Ich habe das Ganze noch etwas aufgehübscht, mir hat die Farbe von dem Holz nicht so gut gefallen. Ich habe also hier wieder meine Technik angewandt, wie ihr sie bei der Besteckschublade, bei der Toilette, beim Kasten oder bei diversen anderen kleinen Applikationen in diesem Haus schon gesehen habt. Also alte Buchseiten genommen. Ich habe mir hier so ein paar ausgesucht, die mir einfach sehr gut gefallen haben. Das Ganze ist übrigens von einem Buch von 1925. Das heißt, der kleine Herder, das ist ein Nachschlagewerk. Die Köpfe oben an den Haken habe ich dann noch weiß gestrichen. Und so gefällt mir das Ganze jetzt sehr gut. An der Hausseite konnte man das einfach einschrauben. Und an der Schrankseite musste man dann leider noch ein Loch, beziehungsweise 2 durch den Spind bohren. Tja, und dann, als das alles soweit fertig war, blieb eigentlich nur noch eines zu tun, und zwar Einzug der Kleider. Und so sieht der Schrank jetzt im Moment aus. Wieder ein bisschen Weitwinkel angemacht, weil man sonst nicht alles sieht in diesem kleinen Haus. Hier also die Garderobe, die gestern gerade noch so fertig geworden ist und die wir noch festgemacht haben. Also jetzt einmal hier für Taschen, einmal hier für Jacken. Kann man ja beliebig machen, wie man möchte. Auf jeden Fall war mir wichtig, dass hier noch genug Platz ist, wenn man reinkommt, dass man sich hier nicht beengt fühlt oder einen irgendwas so anspringt. Und das funktioniert jetzt eigentlich hier sehr gut. Hier unten dann noch was Kleines für die Schuhe. Da habe ich auch schon eine Idee. Nochmal eine Frontansicht vom Schrank. Man sieht zum Beispiel hier eine kleine Delle, die, denke ich, auch bleibt. Und hier sind auch kleine Farbungenauigkeiten, aber auch das werde ich wahrscheinlich lassen. Es hat auch ein bisschen Charakter. Also ich finde, das ist jetzt nicht schlimm. Hauptsache, der Rest ist einigermaßen gleichmäßig geworden. Und ich bin wirklich überrascht, dass das mit der Rolle so funktioniert hat. Hier der alte Griff, den habe ich jetzt letztlich dran gelassen. Ich mag den eigentlich, der ist zwar jetzt nicht so funktional, also man musste dann die Tür wirklich komplett zumachen und das dann hier reinhaken, dass das irgendwie was bringt. Aber ich mag einfach diese alte Schnalle hier.
Hier war der T-Griff bzw. das T-Schloss drin. Das ist jetzt im Moment ein Griffloch, ist eigentlich auch gar nicht so unpraktisch. Ja, vielleicht mache ich das noch rein, aber ich finde, es tendenziell passt es, glaube ich, optisch nicht so gut. Das Ganze jetzt hier mal komplett aufmache, sieht man zum einen, dass natürlich jetzt hier die Klamotten eingezogen sind und zum anderen, dass die helle Farbe schon so ihren Zweck hatte, weil man hier drin ja an sich wenig Licht hat und dann soll es jetzt nicht so gruftmäßig aussehen. Hier ist noch ein so ein Haken, den habe ich jetzt für eine Jacke. Mal gucken, ob ich da noch irgendwas anderes dran mache. Ansonsten Kleiderbügel und auch weiterhin kann ich meine T-Shirts hängen. Und jetzt kann ich auch erzählen, was ich zum Thema Zwischenböden festgestellt habe, denn ich gehe nochmal ein bisschen weiter weg. Eigentlich ist es jetzt doch so, dass ich beide Seiten hier komplett nutze, um Sachen aufzuhängen. Und ich habe auch irgendwie unterschätzt, wie lange T-Shirts sind, wenn die hängen. Das heißt, eigentlich wäre erst ab hier wieder was frei und dann will man ja einen Zwischenboden so machen, dass man auch was drauflegen kann. Das heißt eigentlich irgendwie eher so ab hier. Es ist die Frage, ob das dann unbedingt noch so sinnvoll ist, weil so viel kann man dann doch nicht drauf ablegen, weil ja hier direkt schon die Klamotten kommen. Und hier unten drunter sind auch jetzt, also ist auch Platz für Schuhe. Das eine Paar habe ich jetzt gerade an, deswegen ist jetzt hier frei. Deswegen glaube ich ehrlich gesagt, dass ich hier gar nichts mehr reinmache, sondern dass ich das jetzt einfach so lasse. Sieht auch ein bisschen offener und heller aus, als wenn man das jetzt hier noch so zukesselt. Deswegen wird da wahrscheinlich gar nichts mehr passieren. Man muss dazu sagen, die Klamotten, die jetzt hier drin sind, sind nicht komplett alle. Da fehlt was. Vor allem ein beträchtlicher Teil, der hier fehlt, sind meine Arbeitsklamotten. Also alle möglichen schwarzen T-Shirts, die ich für hinter die Bühne brauche, Arbeitshose, Sicherheitsschuhe und so diverse Ausrüstungssachen. Die werde ich aber wahrscheinlich nicht hier reinräumen, aus dem einfachen Grund, weil ich die immer nur zu festgelegten Zeiten brauche, dann im Prinzip jeden Tag und danach sind die wieder eine ganze Weile nicht mehr relevant. Deswegen werden die wahrscheinlich hier drin versenken. Das ist dann so ein Fall von, jetzt ist es wieder soweit nach 2 Monaten, dann mache ich einmal die Kiste auf, hole das Zeug raus, leg das irgendwo ab oder tue es dann für die Zeit in den Schrank und mache es danach dann wieder hier rein und dann ist es nicht im Weg. Was hier ansonsten jetzt noch Platz gefunden hat und was ich auch gerne wollte, war Handtücher und Waschlappen. Hier sind Schlafanzüge, da fehlt jetzt einer, den ich momentan in Benutzung habe. Hier ist noch eine Weste, Jacken und Kleider, also alles, was etwas länger ist, T-Shirts und Pullover. Und hier die Schuhe und alle Schuhe, die jetzt so mit, ne, wo die großartig dreckig werden oder so, die werde ich wahrscheinlich hinten lagern im Technikraum. Socken sind hier. Unterwäsche, da ist noch ein Teil drüben, weil ich ja im Moment hier auch noch nicht duschen kann, weil noch kein Wasser ist. Hier sind kurze Hosen, hier sind lange Hosen. Eine habe ich jetzt an und die Jogginghosen, die sind gerade in Benutzung, aber ansonsten ist hier auf jeden Fall genug Platz. Ich habe ja nicht so viele Mützen. Schirm, der gerade in Benutzung ist, hier hinten sind noch Sportschuhe, da ist Platz für Schmuck, da ist noch ein Teil drüben und das hier, ne, Gürtel und Handtasche, so ein Minikram. Hinten dran ist ja, also das Fach ist ja ziemlich tief, der Schrank ist ja auch über 60, also 63 tief und da hinten dran kann man dann noch wunderbar irgendwelche anderen Sportsachen und sowas aufbewahren. Ich glaube, hier hinten dran ist jetzt noch ein Badeanzug zum Beispiel und hier könnte man auch noch Tops und anderen sonstigen Kram oder Unterhemden oder was man hier noch hat, alles noch unterbringen. Ich war ja ziemlich optimistisch, dass alles von mir an Klamotten, was ich jetzt täglich brauche oder oft brauche, reinpasst. Und ich denke, das hat auch auf jeden Fall, also der Optimismus war berechtigt. Ich konnte eigentlich ohne Probleme hier alles unterbringen. Finde es trotz allem noch übersichtlich und irgendwie einigermaßen ästhetisch anzusehen. Es ist nicht so vollgestopft. Ich habe auch darauf geachtet, das wurde ja schon ein paar Mal auch angemerkt, so von wegen Metalloberfläche direkt an der Wand und dann außen kommt Kälte durch die Wand und dass man hier irgendwie Feuchtigkeitsprobleme bekommt. Die Wärme kommt hier sehr gut an. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Wände, wenn man die anfasst, von außen kalt sind. Und da habe ich jetzt, ich habe ab und zu mal in den Schrank auch reingefasst. Der hat sich gut mit dem Raum mit aufgewärmt und da sehe ich im Moment keine Probleme, dass jetzt hier irgendwelches Kondenswasser oder sonst was entsteht. Hier nochmal, soweit möglich, die Gesamtansicht. Das Projekt ist also abgeschlossen. Ich bin sehr froh darüber. Es hat wirklich eine Weile gedauert. Aber das Ergebnis, finde ich zumindest, kann sich sehen lassen. Und last but not least kann ich jetzt glücklicherweise auch das hier noch zeigen. Während ich nämlich am Video geschnitten habe, hat mein Vater noch schnell den letzten Teil des Schrankes fertiggestellt. Nämlich die Aufhängung für den Spiegel. Der Spiegel war ja ursprünglich in einem Rahmen drin. Ich zeige hier mal ganz kurz, wie ich den rausgemacht habe. Und der wird jetzt einem neuen Zweck zugeführt. Wir haben hier hinten eine Platte dran und da oben ist ein Haken. Und da ist das eingehakt jetzt an dieses Ding hier. Und unten kommt nochmal eine Schraube rein, die ist jetzt gerade nicht drin, hier sieht man es, weil ich das nur ganz kurz aufgehängt habe, um es euch zu zeigen. Der Kleber muss noch durchtrocknen, deswegen werde ich das auch gleich wieder abnehmen.
Aber Spiegel hier drin macht sich natürlich super, denn ich brauche dann außen keinen Wandplatz mehr dafür freihalten, sondern kann ihn einfach, wenn ich ihn nicht brauche, im Schrank verstecken. Super Sache und ich finde, der passt hier eigentlich ganz gut rein. Das war's also für heute von dieser Schranktour. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, es war nicht so schlimm, dass ich mit diesem Thema so lange habe auf mich warten lassen. Es war einfach viel los und der Schrank hat seine Zeit gedauert. Das war auf jeden Fall wieder so ein Projekt, wo man festgestellt hat, nicht alles klappt auf Anhieb so, wie man es möchte. Man muss dann einen langen Atem haben und dranbleiben und irgendwann wird es dann doch noch gut. Wir sehen uns nächste Woche um 18 Uhr am Samstag zum neuen Video. Darauf freue ich mich schon. Ich möchte mich auch nochmal bei allen bedanken, die mich auf Patreon unterstützen oder auf PayPal und allen, die hier immer aktiv und regelmäßig dabei sind und auf Instagram mir folgen. Es ist einfach schön, dass ihr dabei seid und ich bin schon gespannt, was ich euch in Zukunft hier noch alles zeigen kann. Wir sehen uns also nächste Woche. Vielen Dank. Bis dahin. Ciao.